So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Oblivion Questmods. So, mit Ada schwären wir jetzt ja fertig, hat so ungefähr 11 Stunden gedauert. Den Mod, den wir jetzt spielen würden, wird nicht so lang dauern und er spielt auch nicht in einer anderen Welt. Aber er ist trotzdem gut gemacht und wir werden ihn jetzt einfach mal anschauen. So, was habe ich offline gemacht? Ich habe mal schnell unsere Sachen repariert und ansonsten bin ich nur von den Namadashir in das schöne, verschneite Städtchen Bruma gegangen. Und wir haben vom letzten Mal noch ein Level-Up offen. Also legen wir uns doch gleich mal hin, um uns das zu gönnen. So, 5 auf Schnelligkeit, das ist immer gut, da wir ja einiges in der Gegend rumrennen, dann 2 auf Stärke. Und ich würde sagen, Willenskraft, damit wir vielleicht irgendwann mal diese Ada-Sprüche mal ausprobieren können. Dann wären wir auf Stufe 9. Entschuldigt bitte mein forsches Auftreten. Erlaubt, dass ich mich vorstelle. Heron Dement ist mein Name. Adlige. Zugleich trauriger Träger einer großen Sorge. Ich könnte mir sehr wohl vorstellen, dass ich einen lukrativen Auftrag für einen Helden eures Standes hätte. Einen mit fürstlicher Entlohnung. Aber was rede ich da? Ihr seid doch sicherlich gar nicht interessiert. So, und da hätte unser Quest auch schon angefangen hier im schönen verschneiten Städtchen Bruma. Herzlich willkommen bei der Kampf um Burg Rabenstolz und wir sind natürlich an einem Auftrag jederzeit interessiert. Wirklich? Eine solch stolze und angesehene Person wie ihr würde einem armen, sorgenbelasteten Mann helfen? Das finde ich wunderbar. Also dann, ich bitte um eure Erlaubnis, mein Problem vortragen zu dürfen. Tja, unsere Heldentaten in Namadash haben sich anscheinend herumgesprochen. Das Mitglied, das Gründungsmitglied der dritten Macht erlaubt euch zu sprechen. Natürlich, ich danke euch. Nun hört bitte genau zu. Ich erstand vor einiger Zeit eine Burg, weit im Norden Cyrodiils. Sie heißt Burg Rabenstolz. Vor langer Zeit einmal war sie ein Gefängnis, aber es wurde geschlossen. Ich kaufte diese Burg. Viele glückliche und sorgenfreie Jahre habe ich dort verbracht, bis vor kurzem das Unheil über mein Leben hereinbrach. Es war grausam. Ich, Heron Dement und mein Magier, Merios Meredin hier, konnten als Einzige fliehen. Was ist denn passiert? Es ist so schrecklich. Es war vor 9 Tagen, als die Burg von einem Räuberhauptmann und seinem Gefolge genommen worden. Sie haben alle getötet. Nur wir beide konnten ihm entkommen. Merius, mein Magier hier, konnte viele von ihnen aufhalten. Aber sie waren letztendlich zu zahlreich. Etwas derartiges habe ich noch nie erlebt. Ihr versteht mich sicherlich, wenn mich nun der Zorn bald vollkommen übermannt hat. Der Zorn auf diesen Redimes, den Räuberhauptmann. Der Zorn, dass er mir alles genommen hat, was ich im Leben aufgebaut habe. All das. Burg Rabenstolz muss wieder in meinen Besitz gelangen. Versteht ihr mich? Oh, naja gut, wir haben hier eine vorgegebene Antwort, aber die ist gar nicht mal so dumm. Wenn hier ein Bandit schon eine Burg übernimmt, ob er dann vielleicht mit den Stadtwachen redet. Aber da wir ja Oblivion-Krise und alles Mögliche haben, weiß ich nicht, ob die sich dafür Zeit nehmen würden. Die Wachen? Nein, das wäre nicht gut, denke ich. Die haben ihre eigenen Probleme genug. Das fängt bei der dunklen Bruderschaft an und hört bei ganz alltäglichen Diebereien auf. Nein, die Wachen werden mir nicht helfen. Das weiß ich. Tja, also entweder ist er sehr schüchtern und sehr zurückhaltend und sorgt sich sehr um das Wohl der anderen, oder er hat irgendwas zu verbergen. Wir werden sehen. Ihr
wollt doch nicht sagen, dass ich es nicht schon bei den Wachen versucht hätte. Das habe ich sehr wohl. Doch sie konnten mir nicht helfen. Es war ein Fehler, ihnen das zu melden. Und wer einen gemachten Fehler nicht berichtigt, begeht schon den zweiten. Tja, also, du wolltest, dass wir dir helfen, anstatt der Stadtwache. Ja, das möchte ich. Ich kann es nicht verlangen. Aber ich bitte euch darum, mit aller Höflichkeit, die ich aufbringen kann. Werdet ihr mir helfen? Ja, na klar, das haben wir vorhin doch schon gesagt. Wunderbar. Einfach fantastisch. Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Es ist unbeschreiblich. Ich danke euch vielmals. Bitteschön. Ich habe bereits einen Plan verfasst, wie wir es anstellen werden, die Burg zurückzuerobern. Mein Magier Merius kann ihn euch näher bringen. Denke ich. Also sprecht mit ihm. Mein Name ist Merius Meridir. Ich bin der Magier von Hirondemann. Ihr seht sympathisch aus. Also, wenn ihr wollt, werde ich euch nun den Plan näher bringen. Er ist nicht sonderlich kompliziert, aber wirksam. Hirondemann, mein Herr, hat ihn erdacht. Ich fühle mich außerordentlich geehrt, daran teilnehmen zu dürfen. Das kann ich euch sagen. Der Plan ist genial. Und einfach zugleich, wie man es von Hirondemann nicht anders erwarten darf. Tja, dann immer raus mit der Sprache, wir hören zu. Ja, also, erst einmal müsst ihr wissen, dass der Räuberhauptmann Redimes, der Raben stolz erobert hat, sehr viele Leute um sich hat. Es stehen uns also harte Kämpfe bevor. Redimes selbst ist ein leidlich guter Zauberer und hervorragender Kämpfer. Wenn es zum Kampf mit ihm kommt, wird er sich unsichtbar machen, was natürlich ein Problem darstellt. Aber zum Glück hat mein Herr Hirondemann eine Lösung gefunden. Hört bitte genau zu. Es gibt einen Helm, den einst ein Vorfahr der Mendes trug. Das Besondere an diesem Helm ist, dass er Unsichtbare sichtbar machen kann. Wenn ihr diesen Helm im Kampf gegen den grausamen Redimes tragt, dann nützt ihm seine Unsichtbarkeit nichts und er kann bezwungen werden. Aber erst einmal muss der Helm geborgen werden, aus der Grabkammer des ehrwürdigen Vorfahren. Er ließ sich vor langer Zeit eine Gruft errichten. Die Gruft ist in einer alten Festung namens Rotberg und sein Helm, den wir benötigen, liegt dort. Gebt mir bitte eure Karte, damit ich die Festung darauf markieren kann. So, jetzt müssen wir euch bitten, dorthin zu gehen und den Helm zu bergen. Hirondemann und meine unwürdige Wenigkeit werden uns derweil mit Ausrüstung versorgen. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Gemeinsam werden wir Rabenstolz wieder seinem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. Gut, dann zischt ihr beiden mal ab. Wir tun uns kurz einen Quicksave reinwerfen. Und dann machen wir uns auf, um den Helm des Vorfahren zurückzuholen. Wir haben endlich wieder einen Auftrag. Der Sturm auf Rabenstolz. Ich entschied mich, Rondemann zu helfen. Naja, Entscheidung. Wir hatten eh immer nur eine Dialogoption. Sein Magier Merius Meridil erläuterte mir den ersten Teil des Plans, um Rabenstolz wieder zurückzuerobern. Ich muss aus der alten Festung Rotberg einen Helm bergen, mit dessen Hilfe ich den Räuberhauptmann Redimes besiegen kann. Wenn ich den Helm habe, soll ich wieder zu Merius zurückkehren. So, hier, Festung Rotberg in der Nähe von Chaedinal, also reisen wir doch mal zu den Schwarzuferstellen. So, ich hab den Mod zwar schon gespielt, aber nicht mit diesem Charakter, sondern mit einem weitaus weiter fortgeschrittenen Charakter. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Schwierigkeitsgrad hier aussieht, wie wir das hinbekommen, aber zur Not haben wir immer noch den Schwierigkeitsregler, mit dem wir das variieren können. Also sehen wir mal, was uns in der Grabkammer erwartet. Aber erstmal müssen wir da natürlich hinlaufen. Ach ja, und wir haben einen schönen Sonnenuntergang. Der läuft sich doch gleich nochmal besser. So, hier geht's lang. Da kann man ja schön an der Stadtmauer von Chaedinal vorbeilaufen. Da werden vielleicht nicht ganz so viele Viecher lauern.
Wobei, wenn wir uns die Viecher hier, die in der Wildnis herumstreifen, Ärger machen, dann sieht's schlecht, glaube ich, für uns aus in diesen und weiteren Abenteuern. Oh, da hinten ist der Sonnenuntergang fast zu Ende. Und wir haben den schönen Sternenhimmel mit 2 Monden. Ja. Und vor lauter in die Sterne gucken, sind wir natürlich ins Wasser gefallen. Aber wir haben ja noch ein paar getränkte Fackeln. Sucht größeren Ruhm, um für würdig befunden zu werden. Wie viel Ruhm haben wir denn? Ja, wir haben ja noch die Fraktionen. Ruhm 0. Und ein Infamie. Super. Also, so schön die Questreihe in Adashoche war, Ruhmpunkte hat sie uns keine eingebracht. Wer weiß, vielleicht bekommen wir durch diese Questreihe welche. Wir werden sehen. So, das scheint schon das Grab zu sein. Und für einen kurzen Moment dachte ich, dass Kampfmusik ertönt, aber... Naja. Oh, nett sieht das aus, aber wir kommen anscheinend von der falschen Seite. Oh, die ist ja gewagt gebaut. Die möchte ich nicht unbedingt bauen, so am Rande eines Abgrunds. Aber da weiß wohl jemand, was er tut mit Baukünsten. Mein Respekt an die Erbauer. Ah, da geht's auch schon hinein. Ja, leicht überwuchert ist das Ganze hier. Do you want to carefully climb down into the cave below? Nein, da möchte ich eigentlich jetzt nicht unbedingt hinunterklettern. Wir nehmen den direkten Weg. So, der Schlüsselpass, den wir bekommen haben von Heron Dement und Co. Und dann, ich betrat die Festung Rotberg. Hier muss sich der Helm befinden. Oh, schön, wir haben hier automatisiertes Feuer. Dann schauen wir mal, was uns sonst noch erwartet. Mal sehen. Und leicht grün ist es hier. Oh, hier scheint schon der erste Feind zu kommen. Wächter von Rotberg. So weit, so gut. Das hat sich ja noch in Grenzen gehalten. Vom Schwierigkeitsgrad her. Hier haben wir eine hübsche kleine Truhe. 8 Gold, ne? Gold kann nie schaden. Vor allem, da wir jetzt finanziell nicht so gut dran sind. Ah, da haben wir Pfeilfallen und weitere Skelette. Dann schauen wir mal, wie wir hier durchkommen. Aber erstmal müssen wir uns gegen die Wächter zur Wehr setzen. So, aber jetzt dürften wir, glaube ich, wieder etwas mehr aushalten, weil, wie gesagt, die Rüstung habe ich mittlerweile repariert. Kommt her! Ich stehe deutlich über dir! So. Wie kommen wir hier jetzt am besten durch? Tja, die lassen sich jetzt leichter legen. Da seht ihr den... Wow. Autsch. Einfach durch. Schmerzhaft. Aber die schnellste und einfachste Lösung. Oh. Zombie. Huh.